In dieser Folge geht es um den TaskRunner Grunt. Als erstes werde ich den mit NPN installieren, dann ein kleines Grunt-File schreiben, ein Plugin hinzufügen zur Überprüfung und dieses Plugin ausführen. Los geht's! In den vorherigen Folgen haben wir ein Node-Modul erstellt und wir haben Node-Module verwendet, allerdings alles noch ziemlich von Hand. Und ja, dieses Mal geht es um Automatisierung. Wie kann ich Dinge, die oft wiederkehren, einfach mir abnehmen lassen, Skripten automatisieren? Und dazu schauen wir uns ein Tool an, Grunt.js. Das ist ein JavaScript-Taskrunner. Da kann ich Aufgaben ausführen, die mit JavaScript, ja, realisiert sind. Und Namenspaar für Grunt ist die Wildsau, links oben, vielleicht nochmal für unsere hochdeutschen Freunde, das Wildschwein. Und ja, das wollen wir jetzt benutzen. Ich gehe auf die Kommandozeile und mache hier mal ein Search, ein Paket-Search, eine NPN-Search nach Grunt Command Line Interface. So. Da braucht er einen kurzen Augenblick. Okay. Und da hat er ein paar Treffer. Und das erste, denke ich, ist schon das richtige. Grunt Command Line Interface, CLI. Der Grunt Command Line Interface. Ja, das will ich mir jetzt installieren. Und das installiere ich jetzt über ein sudo, weil ich da Rechte brauche, um hier diesen Parameter -g zu verwenden, damit er mir hier die Grunt Command Line Interface im System installiert, dass ich das von überall aufrufen kann. Unter Windows braucht ihr das nicht, da müsst ihr irgendwie schauen, dass ihr Administratorrechte habt. Unter Mac, Linux und so weiter mache ich jetzt mal ein sudo und er fragt mich dann auch nach einem Passwort. Das gebe ich ein und schon, man sieht es hier, dass er hier unter User Local Lib Node Modules Grunt CLI bin Grunt Grunt installiert und da merkt er, dass er eine Dependency noch braucht. Hat er sich alles besorgt. Wunderbar. Und dann kann ich mal versuchen, Grunt aufzurufen. Da gibt er mal einen Fehler zurück. Unable to find local Grunt. Ja, Grunt wird einmal der Command Line Interface, das wird global installiert, aber es kann sein, dass jedes Projekt eine andere Grunt-Version braucht. Deshalb wird das eigentliche Grunt erst später lokal installiert. Und das mache ich jetzt auch mal. Da brauche ich jetzt kein sudo npm install grunt. Und ich sage diesmal nicht save, sondern save dev, weil das eine Entwicklungsdependency, eine Entwicklungsabhängigkeit ist. Wir wollen Grunt nicht in unsere Software einbauen, sondern wir wollen einfach nur Grunt verwenden, um Software zu entwickeln. Und hier sehen wir auch die Abhängigkeiten, die Grunt so hat. Und jetzt müsste Grunt auch in unser Node-Modules-Verzeichnis gerutscht sein. Schauen wir mal nach. Tatsächlich, da ist es. Und natürlich in unserer Package-JSON haben wir jetzt anstatt der normalen Dependencies, in der Express drin ist, auch eine Development Dependency, Dev Dependencies auf Grunt. Ja, ihr kennt es schon vom letzten Mal, NPN List. Dann bekomme ich den Baum angezeigt, meine Abhängigkeiten und da sehe ich auch, da ist Grunt drin mit den entsprechenden Abhängigkeiten. Ja, das ist ganz raffiniert mit diesem Update-Mechanismus. Schaut mal, was macht denn dieses Kommando? NPN Update minus G NPN, ich führe es mal aus. Damit kann ich mir NPM, also den Node Package Manager, updaten, auf eine neue Version bringen, mit ihm selber. Ich muss es natürlich als sudo aufrufen. Ich brauche die Root-Rechte dazu, wie er mal oben auch zurecht anmusert. Ich schicke es nochmal ab. Er braucht einen Augenblick und er installiert mir die neueste Node-Version. Okay. Ja. Jetzt haben wir Grunt installiert. Grunt ist ein Taskrunner, der verschiedene Aufgaben ausführen kann. Und jetzt haben wir die Frage, ja, für was, welche Aufgaben brauche ich da? Java, klar, da muss ich kompilieren. C muss ich kompilieren. Aber JavaScript muss ich doch nicht kompilieren. Aber bei JavaScript gibt es eine ganze Menge von Dingen, die ich so tun muss, die ich automatisieren kann. Beispielsweise, dass ich alle meine JavaScript-Dateien aneinander kopiere und eine große Datei draus mache, sconcat,
es überprüfen mit Lint, ein Minify es kleiner machen, Uglify, dass es keiner sehen kann, Testausführung. Also es gibt eine ganze Menge von Aufgaben, die wir automatisieren können. Und ja, das werden wir jetzt auch tun. Ich probiere jetzt zunächst nochmal Grunt auszuführen, einfach so, und guck mal, was er macht. Und jetzt sagt er mir zu Recht, a valid grunt file could not be found. Also, wir müssen erst ein grunt file anlegen. Wer da nochmal Details haben will, hier gibt es auch ein exzellentes Tutorial, das man sich anschauen kann. So, wir wechseln in Editor und schreiben uns dieses grunt file. Ich speichere es als erstes mal wieder ab unter gruntfile.js. So, und dann fange ich an mit eine Node-Module-Beschreibung, Module-Exports und habe dahinter eine Function, der Grunt übergebe bekommt. Und hier rein können wir jetzt Grunt konfigurieren. Das wird so gemacht, dass wir hier eine Grunt-Init-Config aufruft, also auf diesem Grunt-Objekt die Funktion Init-Config und der hier ein Objekt übergibt. Und in diesem Objekt können wir jetzt Grunt oder die Grunt-Config beschreiben. Wir machen als allererstes mal eine Automatisierung für JSHint, also für ein Programm, das überprüft, ob mit meiner Software alles in Ordnung ist. Können wir uns auch erstmal anschauen. JSHint. Und da gebe ich dann mal hier meine Server.js an und er gibt mir auch eine ganze Menge von Fehlermeldungen zurück. Das ihm hier Semikolonsfehler und das möchte ich jetzt, wie gesagt, automatisieren. Und das mache ich hier mit der JSHint-Konfiguration, dass ich als Files angebe stern.js. So, dann fehlt noch ein bisschen was. Ich lade jetzt hier erstmal mit grunt load npm tasks die Erweiterung, ein Plugin, das JSHint-Plugin, da grunt JSHint nicht mitbringt und da auch nichts mit anfangen kann. Deswegen muss ich erst hier ein Plugin laden und das mache ich mit dieser Zeile. So. Ich speichere das ab und versuche jetzt mal, so wie ich es oben ausgeführt habe, einfach mit grunt JSHint und jetzt gibt er mal einen Fehler aus, da dieses Modul noch fehlt. Grunt contrib JSHint fehlt noch. Das muss ich mir erst besorgen und das kann ich tun, indem dass ich jetzt hier wieder mein npm benutze und sage, okay, npm, nee, diesmal machen wir es anders, das könnte ich natürlich tun, aber ich will es auf eine andere Weise machen. Statt npm install editiere ich jetzt mein package.json und gebe hier unten nochmal eine dev-dependency an, und zwar die dev-dependency genau auf dieses grunt-contrib-js-hint. Und spezifiziere auch die Version in der 0.10.0, brauchen wir das mindestens. Ja, das speichere ich dann mal ab. Vielleicht machen wir hier auch nochmal größer rein, dass er die Version oder neuer benötigt. Ich gehe hier raus. Ne, das ist kein VI, da ist kein Doppelpunkt Quit. Ich wechsle hier und mache dann mal ein npm install, ohne irgendwas anzugeben. Dann guckt er nach in package.json und da hat er ein Problem. Tja, das muss JSON sein, package.json, da gibt es irgendwie einen Fehler. Klassiker hier, ja. Schaut mal, ich habe hier, das ist ja im JSON hier ein Objekt und ich habe hier ein Key und ein Value, ein Key und ein Value, aber zur Trennung habe ich hier das Komma vergessen. Das füge ich mal schnell ein und führe dann nochmal den npm install aus. So, jetzt hat er mal JSHint als Dependency hinzugefügt und natürlich auch das Plugin für Grunt. Und jetzt kann ich nochmal probieren, dass ich Grunt JSHint aufrufe. Und wunderbar, es funktioniert. Ich kriege sogar eine schönere Ausgabe. Er sagt hier Running JSHint Files, Server JS. Und hier fehlt ein Semikolon da und da und da. Und ja, damit ist das fehlgeschlagen und ich sollte mal die Semikolons nachpflegen. Ja, könnte ich vielleicht auch tun, indem dass ich hier im Server dann sage, okay, hier gehört eins rein, hier gehört eins rein, hier, hier und ich glaube auch noch hier. Und dann müsste das vielleicht gut sein. Probieren wir nochmal. Wunderbar. Er hat
hier beide Files. Er hat auch unser Grunt.js-File überprüft. Wir haben ja zwei JavaScript-Dateien hier und er hat unsere Server.js auch nochmal überprüft. Ja, wir haben jetzt unserem Projekt eine Grunt.js-Datei oder Grunt-File.js-Datei hinzugefügt, mit der wir dann die Task-Automation konfigurieren können. Wir haben momentan nur einen Task drin, JS-Hint, aber wir können noch weitere reinsetzen. Das machen wir nicht von Hand, sondern dafür soll uns der Yeoman helfen und mit dem Yeoman fügen wir dann weitere Tasks hinzu, beispielsweise für Minify, Uglify, Concat und so weiter und machen ein großes Projekt, ohne dass wir allzu viel tippen müssen. Wer wissen will, wie es geht, der bleibt einfach dran und schaut sich die nächste Folge an. Bis dann. Tschüss.